Mittel, Alter! Extreme Wetterereignisse sind ja heute ein aktuelles Thema. Schuld daran ist der von Menschen mit verursachte Klimawandel. Im 14. Jahrhundert gab es auch zwei Extremwetterereignisse, deren Folgen heute noch erkennbar sind. Zwei große Fluten. Und das ist das Thema dieser Folge. Beginnen wir im Jahr 1342, ein Jahr, das von Beginn an von Wetterextremen gekennzeichnet war. Einem eisigen Winter mit viel Schnee, gefolgt von einem nassen, kalten Frühling und dann einer Hitze- und Trockenperiode. Am 19. Juli begann es dann in Franken zu regnen. Die Regenfront breitete sich nach Nordwesten aus und erreichte am 25. Juli die Nordseeküste. Ununterbrochen prasselte der Regen vom Himmel und die Flüsse schwollen an. Die Wassermassen, die darunter kamen, waren gewaltig. Sie waren größer als bei der Oderflutkatastrophe 1997 oder bei den Elbhochwassern 2002 und 2013. In Köln erreichte der Pegelstand 11,50 Meter. Das Wasser stand somit höher als die Stadtmauer. Die Bilder zeigen die Pegelstände von Hannover-Schmünden bei Göttingen und von Frankfurt. Jeweils oberste Marke, das ist die Marke dieses Hochwassers, das als sogenanntes Magdalenen-Hochwasser in die Geschichte einging. Warum Magdalenen-Hochwasser? Benannt nach dem Gedenktag an Maria Magdalena. Der ist nämlich am 22. Juli, also quasi in der Mitte dieser Regenkatastrophe. Schätzungen gehen davon aus, dass 13 Milliarden Tonnen Boden von den Wassermassen weggeschwemmt wurden. Das wären 3 Güterzüge voll beladen und jeder Zug hat eine Länge von der Erde bis zum Mond. Zehntausende Menschen starben in den Wassermassen. Und in der Folge gab es Missernten und Hungersnöte. Die Hypothese ist sehr wahrscheinlich, dass diese Flutkatastrophe auch mit dazu geführt hat, dass sich die Pest ab 1347 so schnell ausbreiten konnte. Die Menschen waren schlicht und ergreifend ausgezehrt. Welche Gründe hatte dieses Hochwasser? Zunächst einen meteorologischen. Von der Biskaya, also dem Mittelmeer, kam eine große Menge feuchter Luft über die Alpen und begann dann in Franken abzuregnen. Aber es gibt auch einen menschengemachten Grund. Während des Frühmittelalters waren die Gebiete des heutigen Deutschlands überwiegend von Wald bedeckt. Doch im Laufe des Mittelalters wuchs die Bevölkerung, sie musste ernährt werden, also brauchte man mehr Felder. Es wurden mehr Siedlungen gebaut, Städte entstanden und wurden größer und sie brauchten Bauholz und Brennholz. Also wurden massenhaft Wälder abgeholzt. Und als es dann eben so stark regnete und die Trockenheit dazu kam, da konnte das Wasser eben nicht mehr versickern, sondern es floss einfach ab. Und die Wassermassen waren eben so groß, dass auf den Feldern, an den Hängen, ja, richtige Gräben gerissen wurden. Ihr seht es hier auf einem Foto. Die Geologen sprechen von dem Schluchtenreißen. Und es gab langfristige Folgen. In vielen Gebieten, vor allem mittleren Höhenlagen, ist bis heute keine Landwirtschaft möglich, weil es nicht ausreichend Mutterboden gibt. Und aus einer Bevölkerung, die sich hauptsächlich durch Getreide ernährte, wurde eine Bevölkerung, die zu Fleischessern geworden ist. Heute bin ich über Rungholt gefahren. Die Stadt ging unter vor 600 Jahren, trotz Blanke Hans. So dichtete Detlef von Lilienkron 1882. Der Blanke Hans, ja, so nennen die Küstenbewohner die Nordsee. Wir springen also zurück zum 16. Januar 1362. Seit Tagen hatte es geregnet, was in den Wintermonaten an der Küste nichts Besonderes ist. Die Menschen waren also keineswegs beunruhigt. Doch in der Nacht entstand eine gewaltige Sturmflut, die als Grote Maandränke, das große Ertrinken, in die Geschichte eingegangen ist. Diese Karte zeigt die Region zwischen Sylt und der Halbinsel Eiderstedt vor der Flutkatastrophe. Die Region wurde buchstäblich zerrissen. Ganze Landstriche wurden überflutet und weggespült. Aus dem Festland wurden Inseln und Halligen.
zum Beispiel Sylt in der heutigen Form. Die Sturmflut hatte ungefähr 10.000 Opfer, wahrscheinlich sogar noch mehr. Wer heute im Watt steht, kann versuchen, sich vorzustellen, wie die Kirchenglocken Sturm läuten, das Vieh vor Angst in den Ställen brüllt und die Menschen voller Panik auf die Dächer ihrer Häuser klettern. Die Stadt Rungholt soll in jener Sturmflut untergegangen sein, und zwar zwischen dem heutigen Pellworm und Nordstrand. Was war dieses Rungholt? Es war ein großes Marschendorf, das zwischen 1000 und 2000 Einwohnern hatte, die Untertanen des dänischen Königs waren. Ja, und das hier, das war einer von ihnen, zumindest sein Schädel, der im Watt gefunden wurde und sich heute im Museum Nissenhaus in Husum befindet. Man hat das Gesicht dieses Rungholter forensisch rekonstruiert. Man sieht hier die Zwischenstufen dieser Rekonstruktion. Ja, und so hat er dann ausgesehen. Der Heimatforscher Andreas Busch hat sich mit der Geschichte Rungholts beschäftigt und führte ab 1921 Untersuchungen und Grabungen im Watt durch. Gefunden wurden Warften, Deiche, Entwässerungsgräben und Brunnen. Das Marschland war sehr fruchtbar und der Getreideanbau brachte große Überschüsse. Außerdem gab es mit Salz getränkte Torfe. Das war schwarzes, bitterschmeckendes Salz, das also nicht als Speisesalz geeignet war, aber als Konservierungsmittel. Ja, Getreide und Salz brachten den Rungholtern großen Wohlstand. Und sie hatten weitreichende Handelsbeziehungen nach England, sogar ins maurische Spanien. Münzen ganz unterschiedlicher Herkunft wurden gefunden. Der Sage nach ging Rungholt unter, weil seine Bewohner sich unchristlich verhalten haben. Für ein solches Verhalten gibt es überhaupt keine Belege. Viel wahrscheinlicher ist, dass die Ausnahmestellung Rungholts, der Deichbau, der Wohlstand, den Neid der anderen Küstenbewohner hervorgerufen haben. Und die waren dann ganz froh, als der Konkurrent durch die Sturmflut untergegangen war. Die Geschichte vom Magdalenenhochwasser zeigt, dass man durchaus aus der Beschäftigung mit dem Mittelalter etwas lernen kann oder zumindest könnte. Schaut euch doch noch weitere Videos auf meinem Kanal an. Am besten abonniert ihr ihn und schaut, ob ihr noch viel mehr aus dem Mittelalter lernen könnt. Ich würde mich freuen.